Mit diesen und noch weiteren Themen ist Alpen-Donau-Adria zurück aus der Weihnachtspause. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Jahresstart. Und wir beginnen das Jahr ganz aktiv, weshalb es gleich mal ins Friaul geht, nach Tarvisio, wo es eine Schule gibt, die in Italien einzigartig ist. Denn bei ihr dreht sich alles um Wintersport. Und es ist keine teure Privatschule, wie man annehmen könnte, sondern sie ist staatlich. Ein perfekter Ort für vielversprechende Sporttalente. Statt um hartes Training geht es den Skifahrern, die Sie jetzt gleich sehen, ausschließlich um pures Vergnügen. Ach, und um ein stylisches Aussehen. Aber das muss unbedingt original retro sein, wie auch das Ski-Equipment. Wenn Sie also denken, Sie haben gerade eine Zeitreise hinter sich, dann sind Sie genau richtig beim Nostal-Ski, dem historischen Skirennen in Krün im Werdenfelser Land. Nach Ungarn, in die drittgrößte Stadt des Landes, nach Szeged, die sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt hat. Noch vor Ablauf dieses Jahres will die Stadt einen großen Teil ihres Energiebedarfs aus umweltfreundlicher Erdwärme decken. Der Kampf gegen den Klimawandel, 2023 war das bislang heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, ist dabei nur ein Grund, die Abhängigkeit von russischem Gas ein weiterer. Bei dem laufenden Projekt, das knapp 70 Millionen Euro kosten soll, handelt es sich um eines der derzeit größten in Europa. Ein Besuch. Ja, ich hoffe, wir haben Sie auch gut unterhalten in unserer heutigen Alpen-Donau-Adria-Sendung, die jetzt zu Ende ist. Aber nur hier im BR-Fernsehen, denn in der Mediathek geht es bei uns gleich nahtlos weiter. Über das aktuelle Geschehen in Bayern und der Welt berichten unsere Kollegen und Kolleginnen von BR24. Hier im Fernsehen, im Radio und im Internet. Bis zum nächsten Mal.